Du hast mit Sicherheit schon einmal von Statistiken gehört, dass 90%, 80%, wie viel auch immer, da gibt es unterschiedliche Zahlen von Gründungen, von Unternehmen innerhalb der ersten 3 Jahre scheitern. Das heißt, unterm Strich muss man schon fast sagen, wenn man sich selbstständig macht und nach 4 Jahren, nach 5 Jahren noch ein Geschäftsmodell hat, dann gehört man schon zu der absoluten Top-Liga an erfolgreichen Unternehmern. Doch warum ist das eigentlich so? Natürlich gibt es eine ganze Reihe an Gründen. Entweder man kann keine Kunden akquirieren, man findet keine Investoren, wenn man dann welche braucht und so weiter. Das heißt, irgendwie funktioniert das Geschäftsmodell nicht und das Unternehmen läuft schlecht. Aber weißt du, dass es ein riesengroßes Problem gibt mit erfolgreichen Geschäftsmodellen und unglaublich viele erfolgreiche Selbstständige nach 3 Jahren ihre Selbstständigkeit beenden müssen? Und der Grund sind Steuern. Und wie das Ganze zustande kommen kann, das schauen wir uns in diesem Video mal ganz genau an, in der Hoffnung, dass du dieses Video siehst in den ersten 3 Jahren deiner Selbstständigkeit, bevor es dich eventuell auch erwischt. Ich selbst bin über 10 Jahre selbstständig gewesen und bin auch schon seit vielen, vielen Jahren in der Steuerberatung aktiv. Und auch ich war schon in wirklich kritischen steuerlichen Situationen, um es mal so zu sagen. Und ich habe es auch in meinem Berufsalltag in der Steuerberatung ganz häufig gesehen, dass Unternehmen gerade nach 2, 3, 4 Jahren am Markt riesengroße steuerliche Probleme hatten. Und wie das passieren kann, das schauen wir uns jetzt an. Zunächst ist es erstmal wichtig zu wissen, welche Steuerarten man eigentlich so als Selbstständiger zahlen muss. Das sind im Wesentlichen 2 bzw. 3 Steuerarten. Also Freiberufler zahlen Einkommensteuer und Umsatzsteuer und Gewerbetreibende zahlen nochmal Gewerbesteuer, können dafür allerdings die gezahlte Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen. Wenn du das Thema generell einmal vertiefen möchtest, dann schau dir einmal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Da bin ich generell auf das Thema eingegangen, wer muss eigentlich wie viel Steuern zahlen. Absolut wichtig ist aber auch, dass du verstehst, in welcher Frequenz und wann eigentlich diese Steuern gezahlt werden müssen. Als Angestellter ist das Leben ja relativ einfach. Wenn ich 5.000 Euro verdiene, also 5.000 Euro Bruttogehalt habe, dann überweist der Arbeitgeber mir 3.000 Euro und ich kann das Geld einfach ausgeben und wenn der Monat vorbei ist, dann gibt es halt neues Gehalt. Das heißt, das ganze Geld, was ich bekomme, darf ich bis auf den letzten Cent ausgeben. Das ist nicht immer sinnvoll, aber du kannst es zumindest machen, ohne jetzt deine Existenz zu gefährden. Wenn Selbstständige 5.000 Euro im Monat verdienen, dann bekommen sie nicht 5.000 Euro, sondern 6.000 Euro. Sie bekommen nämlich auf die 5.000 Euro nochmal Umsatzsteuer in Höhe von 19%. Das sind 950 Euro, also genau genommen keine 6.000 Euro, sondern 5.950 Euro. Das ist das, was sie dann auf dem Konto haben. Sie dürfen allerdings trotzdem nur 3.000 Euro ausgeben. Das ist vor allem für Gründer erstmal eine große Umstellung und natürlich auch eine riesengroße Gefahr. Die haben plötzlich nicht nur 3.000 Euro auf dem Konto, sondern 6.000, dürfen aber trotzdem nur 3.000 ausgeben. Das liegt daran, dass du als Selbstständiger proaktiv deine Steuern zahlen musst. Das heißt, diese ganze Kalkulation übernimmt nicht mehr der Arbeitgeber für dich, sondern du machst eine laufende Buchhaltung und einmal im Jahr mehrere Steuererklärungen, also pro Steuerart eine Steuererklärung und muss dann selbstständig diese Steuern tatsächlich zahlen. Und das gucken wir uns einmal an. Am einfachsten ist das eigentlich mit der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer musst du nämlich regelmäßig zahlen, basierend auf den echten Zahlen. Das heißt, du machst einfach eine laufende Buchhaltung, du erfasst alle deine Rechnungen, die ganzen Rechnungen, die du bekommst und dann ermittelst du, was du an Umsatzsteuer von deinen Kunden bekommen hast, was du ausgegeben hast und die Differenz, die überweist du dann an das Finanzamt. Das machst du entweder monatlich oder quartalsweise oder jährlich. Je nachdem, wie hoch die letzte Umsatzsteuerschuld war. Das heißt, wie viel Umsatzsteuer du im letzten Jahr gezahlt hast. Bei Gründern ist es meistens das Quartal. Es sei denn, du entscheidest dich für die Kleinunternehmerregelung. Das kannst du immer machen, wenn du unter 22.000 Euro Umsatz bist. Dann hast du erstmal eigentlich gar nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. Du musst zwar trotzdem eine Umsatzsteuererklärung machen, aber du musst unterjährig und auch nicht einmal am Jahr Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, das ganze Thema Umsatzsteuer ist für dich erstmal erledigt. Aber wir merken uns, das Ganze gilt halt nur so lange, solange man unter diesen 22.000 Euro Umsatz ist. Kommen wir zu den anderen Steuerarten, also der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Da ist die Kalkulation relativ ähnlich, zumindest die Kalkulation der Vorauszahlungen. Als Gründer gibst du bei der Registrierung beim Finanzamt oder genauer gesagt beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, gibst du deine zu erwartenden Einkünfte, Gewinne, Umsätze und so weiter an. Das heißt, für das Gründungsjahr und das folgende Jahr sagst du dem Finanzamt, wovon du ausgehst, was du denn so verdienst. Und das ist die Grundlage für die ersten Steuervorauszahlungen. Wenn du da unterm Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer liegt,
der liegt so ungefähr bei 11.000 Euro. Das heißt, wenn du nicht mehr als 11.000 Euro Gewinn erwartest, dann werden gar keine Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt. Das heißt, dann musst du auch nicht quartalsweise etwas vorauszahlen. Wenn dein Einkommen so hoch ist, dass man davon ausgeht, dass du mehr als 400 Euro Einkommensteuer für ein Jahr zahlen musst, dann musst du quartalsweise halt Vorauszahlungen leisten und diesen Steuerbetrag dann aktiv an das Finanzamt überweisen. Die 4 Termine im Jahr sind auch immer fest. Das ist immer der 10. März, der 10. Juni, der 10. September und der 10. Dezember. Das heißt, immer zu diesen Terminen müssen alle Selbstständigen in Deutschland die Vorauszahlungen leisten, müssen die Einkommensteuervorauszahlungen an das Finanzamt überweisen. Im Wesentlichen ist das bei der Gewerbesteuer vergleichbar. Da gilt allerdings nicht der Grundfreibetrag von ungefähr 11.000 Euro, sondern da gibt es einen Freibetrag für gewerbetreibende Einzelunternehmer, also ganz normal, wenn du solo-selbstständig bist, dann hast du einen Freibetrag in Höhe von 24.500 Euro. Das heißt, du musst Gewerbesteuer erst dann bezahlen, wenn du über 24.500 Euro Gewinn machst. Und wenn du das dann machst, dann musst du den übersteigenden Betrag versteuern und auch jeweils quartalsweise Vorauszahlungen leisten. Das ist immer genau in der Mitte von den Einkommensteuerterminen. Das heißt, da zahlst du dann am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jeweils ein Viertel deiner voraussichtlichen Jahressteuerschuld für die Gewerbesteuer voraus. Doch mit diesen Vorauszahlungen bist du noch nicht quitt mit dem Finanzamt. Bei Angestellten ist es ja einfach so. Eine Gehaltsabrechnung ist eine Gehaltsabrechnung und das ist dann fein. Du musst keine Steuererklärung machen, du musst damit nichts mehr verrechnen und so weiter. Wenn du selbstständig bist, dann zahlst du viermal im Jahr deine Vorauszahlungen, zumindest wenn du sie vorauszahlst. Und einmal im Jahr musst du noch deine Endabrechnung machen. Diese Endabrechnung heißt Steuererklärung. Das heißt, du machst einmal deine Steuererklärung, Einkommensteuer und Gewerbesteuer und Umsatzsteuer, schickst die tatsächlichen Daten an das Finanzamt und ehrlicherweise in den allermeisten Fällen ist es dann so, dass du entweder eine Nachzahlung zu zahlen hast, immer dann, wenn du zu wenig vorausgezahlt hast bisher, oder aber du bekommst eine Erstattung, wenn du unterjährig einfach zu viel gezahlt hast. Bei Gründern ist es ehrlicherweise meistens so, dass du eine Nachzahlung zu erwarten hast. Warum das so ist, darauf kommen wir gleich. Es gibt aber einen zentralen Punkt. Du musst wirklich höllisch aufpassen, welche Steuern du gerade zahlst. Denn du zahlst zu unterschiedlichen Terminen eine ganze Reihe an Steuern. Vielleicht vereinfachst du dir das ganze Leben noch und gibst ein Lastschriftmandat an das Finanzamt und das Finanzamt bucht einfach Steuern ab. Und du merkst einfach nur, ja, ich zahle ja laufend Steuern voraus. Es geht aber bei den Steuerzahlungen nie darum, wann du sie zahlst, sondern für welchen Zeitraum du sie zahlst. So kann es durchaus sein, dass du an dem 10. Juli 2023 vielleicht die Umsatzsteuer für das zweite Quartal zahlst. Vielleicht zahlst du auch die Umsatzsteuer für Juni oder mit Dauerfristverlängerung für Mai. Vielleicht ist es aber auch die Abschlusszahlung für die Einkommensteuer für 2022 oder die Abschlusszahlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2021. Vielleicht auch alles zusammen. Und vielleicht ist das eine auch eine Steuererstattung und das andere eine Steuerzahlung und das ist einfach miteinander verrechnet worden. Das heißt, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du Steuern gezahlt hast, wenn dir irgendein Betrag abgebucht worden ist. Es geht immer darum, welche Steuerart für welchen Zeitraum du gerade gezahlt hast. Wenn du da keinen Überblick hast, dann kann das sehr gut passieren, dass man mal so ein Quartal an Vorauszahlungen vergisst oder so eine Abschlusszahlung vergisst, was auch immer. Deswegen merke dir bitte, es ist unglaublich wichtig, dass du einen genauen Überblick darüber hast, welche Steuerart du für welchen Zeitraum du bereits gezahlt hast. Dabei ist vollkommen irrelevant, wann du sie gezahlt hast. Ein ganz zentraler Punkt und ehrlicherweise auch das Fundament für viele Steuerprobleme, die Gründer haben, ist die Kalkulation der Vorauszahlungen. Ich habe dir ja gesagt, die Vorauszahlungen basieren auf deinen Angaben, die du gemacht hast im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Ehrlicherweise, es ist ja vollkommen normal, dass wenn man anfängt, man niedrige Umsätze und niedrige Gewinne erwartet. Das eigene Geschäftsmodell muss erstmal irgendwie ins Rollen kommen. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass du am Anfang ja deine Gewinne und Umsätze relativ niedrig schätzt. Und das ist ehrlicherweise auch vollkommen fein. Im späteren Verlauf einer Selbstständigkeit ist immer der letzte Steuerbescheid das Fundament für die Vorauszahlung. Also wenn du irgendwann einen Einkommensteuerbescheid bekommst und selbstständig bist und in dem Einkommensteuerbescheid steht, okay Kollege, du hast für das letzte Jahr 10.000 Euro Einkommensteuer zu zahlen, dann nimmt das Finanzamt davon an, dass 10.000 Euro so die Steuerschuld ist, die du jedes Jahr hast, teilt das einfach durch 4 und dann zahlst du quartalsweise 2.500 Euro Einkommensteuer voraus. Überhaupt gar kein Problem. Bei einer Gründung gibt es halt noch keinen letzten Steuerbescheid, worauf man aufbauen könnte. Deswegen schaut das Finanzamt immer
auf deine Angaben im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und jetzt kommen wir mal so zur Stunde der Wahrheit. Wann macht man denn eigentlich so seine Steuererklärung? Gerade als Gründer, wo man unglaublich viel zu tun hat, wo man erstmal Kunden akquirieren muss, seine Leistungsprozesse im Griff haben muss, den Support machen muss und Rechnung schreiben muss. Man hat so unglaublich viel zu tun. Wann macht man in der Regel als Gründer so seine Steuererklärung? Im Folgejahr? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und ich habe hunderte, wenn nicht sogar tausende Steuererklärungen in meinem Leben bereits gesehen zumindest. Das ist sehr untypisch, dass man im folgenden Jahr seine Steuererklärung macht. Realistischer ist es das übernächste Jahr. Manchmal sind es auch 3 Jahre. Das Finanzamt ist da auch nicht so richtig hinterher. Da kommt mal eine Erinnerung, dann hat man aber nochmal 2 Monate oder 3 Monate. Wenn man einen Steuerberater hat, der Steuerberater hat sowieso nochmal über ein halbes Jahr länger Zeit und auch jetzt durch Corona wurden die Fristen nochmal verschoben. Das heißt, realistisch betrachtet macht man seine Steuererklärung dann nach 2,5 Jahren. Das heißt, die Steuererklärung für das Jahr 2022, also letztes Jahr, wird realistisch von ganz vielen Selbstständigen erst Ende 2024 oder Anfang 2025 gemacht. Also 2 bis 2,5 Jahre, nachdem eigentlich das Jahr schon vorbei ist. Und ich möchte jetzt auch nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, ihr müsst schneller eure Steuererklärung machen. Ganz ehrlich, das ist mir vollkommen egal. Aber durch dieses sehr späte Machen von Steuererklärungen ergibt sich vor allem für Gründer eine unfassbar große existenzielle Gefahr. Und zwar addieren sich diese Steuerzahlungen. Und vor allem bei Selbstständigen, bei denen es wirklich richtig gut läuft. Bei Selbstständigen, bei denen es schlecht läuft, die sowieso immer unterhalb der Kleinunternehmergrenze sind, die immer im Grundfreibetrag sind oder bei der Gewerbesteuer unter dem Freibetrag sind, da musst du dir keine Gedanken machen, da zahlst du ja keine Steuern. Aber gerade wenn es für dich gut läuft, dann läufst du in einer solchen Situation mit Anlauf in ein offenes Messer. Und was genau passiert, das schauen wir uns am besten mal anhand eines Beispiels an. Und zwar gehen wir einfach mal davon aus, dass ich mich selbstständig gemacht habe als Berater, also im Dienstleistungsbereich irgendwas. Spielt ehrlicherweise für das Beispiel auch keine Rolle. Und zwar im Jahr 2019. Das heißt, im Jahr 2019 habe ich mich irgendwann angemeldet, erste Kunden gesammelt und so weiter. Und ich habe erstmal keine Steuererklärungen gemacht. Irgendwann ist das Finanzamt ein wenig drängender geworden und deswegen habe ich irgendwie mit irgendeinem Online-Tool denn meine Steuererklärung 2019 gemacht und abgegeben. Erledigt. Allerdings hatte ich viel zu tun und meine Umsätze und Gewinne sind auch immer gestiegen. Und jetzt drängelt das Finanzamt langsam so richtig. Schließlich ist auch die Steuererklärung für 2020 noch offen und wir haben jetzt 2023. Also langsam werden die Briefe vom Finanzamt auch ein bisschen bedrohlicher und ich denke mir so, ich brauche da Hilfe, ich suche mir einen Steuerberater. Das heißt, ich sammle alle meine Dokumente zusammen, packe das irgendwie bei Google Drive, bei Dropbox, irgendwie alles zusammen, schicke das Ganze an meinen Steuerberater und sage, bitte lieber Steuerberater, mach mal. Und der Steuerberater ist ein fleißiger Steuerberater, der setzt sich auch direkt an meine Buchhaltung und ja, ermittelt quasi meine Umsätze und meinen Gewinn. So genau wusste ich das so gar nicht. Und deswegen weiß ich jetzt ziemlich genau, wie sich mein Umsatz und mein Gewinn so entwickelt hat. Und zwar im Jahr 2019, das ist das Jahr, was ich ja noch selber gemacht hatte, hatte ich 15.000 Euro Umsatz und 10.000 Euro Gewinn. Im Jahr 2020 dann, das heißt das Jahr, für das jetzt dringend eine Steuererklärung abgegeben werden muss, hatte ich einen Umsatz von 45.000 Euro, also Umsatz verdreifacht und ich habe auch meinen Gewinn verdreifacht, das heißt 45.000 Euro Umsatz, 30.000 Gewinn, im Jahr 2021 dann 70.000 Euro Umsatz mit 50.000 Euro Gewinn, im Jahr 2022, also letztes Jahr, habe ich dann 100.000 Euro Umsatz gemacht und 60.000 Euro Gewinn. Das hat jetzt so der Steuerberater ermittelt. Da ich für das Jahr 2019 schon Steuerbescheide hatte, hat das Finanzamt ja auch schon Vorauszahlungen festgesetzt. Und zwar hatte ich ja im Jahr 2019 15.000 Euro Umsatz und 10.000 Euro Gewinn. Bedeutet für die Umsatzsteuer, ich war einfach noch in der Kleinunternehmerregelung, das heißt unter 22.000 Euro, gar kein Problem. Ich habe keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Finanzamt so entspannt war und jetzt nicht monatlich bei mir auf der Matte stand und ja, mir Briefe geschickt hat, sondern deswegen hat das Finanzamt erstmal auch gewartet. Einkommensteuer musste ich auch nicht bezahlen, weil ich hatte 10.000 Euro Gewinn, das ist unterm Grundfreibetrag, das heißt keine Einkommensteuer. Und Gewerbesteuer sowieso nicht. Bei 10.000 Euro bin ich deutlich unterm Freibetrag für die Gewerbesteuer, das heißt auch keine Gewerbesteuer. Und das war ja auch so richtig.
für das Jahr 2019. Ich sitze jetzt also bei meinem Steuerberater und mein Steuerberater sagt mir natürlich, hier Melchior, ja, 2020 ist dran und vom Finanzamt schon ermahnt, aber ganz ehrlich, 2021 sollten wir auch direkt schon machen, ist schließlich auch schon eine ganze Weile her. 2022 müssen wir tatsächlich heute noch gar nicht abgeben, da haben wir noch ein bisschen länger Zeit. Das heißt, der Steuerberater ermittelt jetzt basierend auf meinen Umsätzen und Gewinnen die jeweilige Steuerlast. Und zwar für das Jahr 2020 keine Umsatzsteuer, weil ich bin ja in der Kleinunternehmerregelung. Für die Einkommensteuer muss ich 3.900 Euro zahlen und für die Gewerbesteuer 750 Euro. Für das Jahr 2021 müssen auch die Steuererklärungen gemacht werden und da kommt ehrlicherweise der erste große Schock bei der Umsatzsteuer. Weil ich da gar keinen Überblick hatte, wusste ich gar nicht, dass ich aus der Kleinunternehmerregelung rausgefallen bin. Und jetzt muss ich irgendwie Umsatzsteuer für das Jahr 2021 rückwirkend zahlen. Und das wird ehrlicherweise ziemlich teuer. Ich kann jetzt versuchen, diese Umsatzsteuer noch von meinen Kunden zu holen, aber ehrlicherweise jetzt 2 Jahre später meine Rechnungen zu ändern, das ist mir ein bisschen zu, ja, das ist ehrlicherweise auch zu unseriös und das ist ja so ein Outing den eigenen Kunden gegenüber, dass ich meinen Laden nicht im Griff habe. Mache ich lieber nicht und deswegen nehme ich die zu zahlende Umsatzsteuer einfach aus meinem Gewinn. Das heißt, ich reduziere so ein bisschen meinen Gewinn. Und insgesamt sind das tatsächlich Umsatzsteuerzahlungen in Höhe von 8.000 Euro. Bei der Einkommensteuer kommt für das Jahr 2021 dann eine Zahlung raus von 9.400 Euro. Und bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3.600 Euro. Das heißt, mein Gewinn verdoppelt sich ja noch nicht einmal. Aber meine Einkommensteuer steigt von 3.900 auf 9.400. Das ist mehr als verdoppelt. Und bei der Gewerbesteuer von 750 auf 3.600? Das ist prozentual eine riesengroße Steigerung. Wie kann das eigentlich sein? Da gibt es 2 Faktoren. Einmal diese Grundfreibeträge, also den Grundfreibetrag und den Freibetrag für die Gewerbesteuer, den habe ich ja nur einmal. Das heißt, wenn sich dann mein Gewinn verdoppelt, dann kann ich den natürlich für die zweite Hälfte meines Gewinns diesen Betrag nicht noch einmal benutzen. Und bei der Einkommensteuer haben wir einen progressiven Steuertarif. Das heißt, mit steigenden Einkommen steigt auch der Prozentsatz, den ich an Steuern zahlen muss. Das kennt man auch so in den Medien immer so als kalte Progression. Und diese kalte Progression schlägt hier wirklich voll zu. Wir haben also die Steuererklärung für 2020 und 2021 fertig. Wir machen einen Strich drunter, rechnen die ganzen Steuern zusammen und landen bei einer Steuerbelastung von 24.650 Euro. Bei einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro. Das kann ehrlicherweise schon existenzbedrohend sein, wenn man sich kein Geld zur Seite gelegt hat. Aber die wirklich große Gefahr, die kommt jetzt erst noch. Und dieses große Problem heißt nachträgliche Steuervorauszahlungen. Wenn wir diese Steuererklärungen jetzt abgeben, dann ist mein letzter Steuerbescheid nicht mehr der Steuerbescheid aus dem Jahr 2019, sondern der Steuerbescheid aus dem Jahr 2021. Und das Finanzamt setzt natürlich jetzt neue quartalsweise Vorauszahlungen fest und fordert von mir Umsatzsteuervoranmeldungen. Und das nicht erst ab heute, also nicht erst ab Datum des neuen Steuerbescheides, sondern rückwirkend. Das heißt, der letzte Steuerbescheid, den ich bekommen habe, der endet ja am 31.12.2021. Also setzt das Finanzamt rückwirkend Vorauszahlungen fest ab dem 1. Januar 2022. Und wir haben jetzt Anfang, Mitte 2023. Das heißt, ich muss jetzt für 1,5 Jahre nachträgliche Vorauszahlungen leisten für alle 3 Steuerarten. Bei der Umsatzsteuer tut das besonders weh. Wir erinnern uns, ich habe die ganze Zeit Kleinunternehmerrechnungen geschrieben. Das heißt, ich muss jetzt entweder alle Rechnungen korrigieren und aufgrund meiner Steuerschuld muss ich auch monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Das heißt, ich muss auf jeden Fall für das gesamte letzte Jahr, also für das Jahr 2022, monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Kostenstruktur genauso war wie in den Jahren vorher, muss ich für die Umsatzsteuervoranmeldungen für letztes Jahr insgesamt 11.400 Euro Umsatzsteuer zahlen. Bei der Einkommensteuer werden auch neue Vorauszahlungen festgesetzt und zwar in Höhe von 2.350 Euro pro Quartal. Das sind nochmal nachträgliche Vorauszahlungen von 9.400 Euro. Bei der Gewerbesteuer werden jetzt auch Vorauszahlungen festgesetzt und zwar insgesamt in Höhe von 3.600 Euro. Das heißt, zu meiner Steuernachzahlung für das Jahr 2020 und 2021 in Höhe von 24.650 Euro kommen jetzt nochmal nachträgliche Vorauszahlungen. Nur für das Jahr 2022 in Höhe von 24.400 Euro. Das summiert sich auf
49.050 Euro bei einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro. Und ehrlicherweise habe ich hier die quartalsweisen Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ja noch nicht mehr mit reingenommen. Das heißt, auch hier ist ja schon einige Monate vergangen und ich muss für fast ein halbes Jahr diese nachträglichen Vorauszahlungen auch für dieses Jahr nochmal zahlen. Wenn ich das mit berücksichtigen würde, dann ist meine gesamte Steuerbelastung höher als mein gesamtes Jahreseinkommen von letztem Jahr. Das heißt, diese Steuerprogression, die drückt mich hier so richtig, richtig finanziell unter Wasser. Und weil der Steuerberater natürlich meine finanzielle Situation kennt, besser als ich sie kenne, sagt er aber, zahl mir mal als erstes meine Rechnung. Schließlich haben wir jetzt die Buchhaltung für 3 Jahre gemacht und Steuererklärungen für 2 Jahre. Das macht dann 5.000 Euro. Zahl das bitte erstmal. Ja, und ich stehe dann da. Und ehrlicherweise geht es unglaublich vielen Selbstständigen so, das addiert sich so auf, diese nachträglichen Vorauszahlungen. Und das führt regelmäßig dazu, dass man diesen Brief in der Hand hat und so ein bisschen den Boden unter den Füßen verliert. Und ehrlicherweise, ich habe solche Gespräche in der Steuerberatung oft geführt. Und viele denken, naja, wenn ich einen Steuerberater an der Seite habe, dann kann mir das nicht passieren. Ja, doch, leider schon. In meinem Beispiel habe ich ja einen Steuerberater gehabt, aber halt leider zu spät. Weil Steuerberater haben halt nochmal eine längere Frist. Das Problem ist, dass man irgendwie glaubt, dass man dafür ein Gefühl entwickeln kann, wie viel Steuern man zur Seite legen kann. Und ehrlicherweise, Geldmanagement, Finanzmanagement nach Gefühl ist zum Scheitern verurteilt. Und ich möchte das auch wirklich nicht kleinreden. Natürlich ist mein Beispiel sehr extrem gewählt. Natürlich ist das auch genauso an Grenzen, wo der Effekt so richtig offensichtlich wird. Aber ich hatte in meinem Leben schon so oft Gespräche, wo ich als Sachbearbeiter bei einem Steuerberater gar nicht wusste, wie ich das beibringen soll, weil ich weiß, da hängen Existenzen dran, da hängen Unternehmen dran, da hängen Familien dran. Und deswegen ist mein dringender Appell, verschaff dir einen tagesaktuellen Überblick über deine Steuersituation. Also wie viel Geld musst du für die Steuer zur Seite legen? Mir ist es vollkommen egal, wann du deine Buchhaltung machst. Mir ist es auch vollkommen egal, wann du deine Steuererklärung abgibst. Aber bitte habe einen aktuellen Überblick, wie viel Steuern du für welchen Zeitraum genau gezahlt hast und wie viel du eigentlich hättest zahlen müssen. Das Ganze ist überhaupt gar kein Problem, wenn du dieses Geld irgendwo zur Seite gelegt hast. Denn bei dieser ganzen Situation hast du noch ein zusätzliches Problem. Keine Bank dieser Welt wird dir dabei helfen. Das sind Steuerzahlungen für die Vergangenheit. Banken geben dir Geld für Investitionen, damit du in Zukunft mehr Geld verdienst und dann quasi durch den Mehrertrag die Zinsen und die Tilgung zurückbezahlen kannst. Das ist das Geschäftsmodell von einer Bank. Steuerzahlungen für vergangene Jahre ist das Gegenteil von Investitionen. Deswegen kriegst du für solche Steuerzahlungen ehrlicherweise auch keine Kredite oder nur in den äußersten Ausnahmefällen überhaupt irgendeine Kreditlinie. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass du einen tagesaktuellen Überblick hast. Und den kannst du machen, wie du willst. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung meinen Rechner. Den habe ich vor einigen Jahren gebaut. Der heißt Taxator. Da kannst du mit ganz wenigen Angaben herausfinden, wie viel Prozent du von deinem Gewinn zur Seite legen solltest für die Steuern. Wichtig, da solltest du natürlich immer die Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und die Einkommensteuer berücksichtigen. Und dieser Rechner sagt dir dann, ob 10% genug ist, ob 30% genug ist oder ob es vielleicht 40% sein müssen. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle auch einmal erwähnen, dass diese ganze Problematik ehrlicherweise die Grundidee hinter dem Contest Geschäftskonto war. Ich bin seit Tag 1 bei Contest dabei und das Contest Geschäftskonto packt dir in deinem Bankkonto diese Steuern zur Seite. Das heißt, du stellst den Steuersatz ein und dann legt das Konto des Geschäftskonto die Steuern zur Seite für die Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Das heißt, du siehst neben deinem Kontostand, wir erinnern uns ganz an den Anfang, 6.000 Euro pro Monat, deinen echten Kontostand. Also was gehört auf diesem Konto tatsächlich dir? 3.000 Euro. Und damit weißt du jederzeit, wie viel Geld du für die Steuer zur Seite legen musst. Das bedeutet nicht, dass du es ans Finanzamt zahlen musst. Wichtig ist mir nur, dass du diese Rücklagen bildest. Wenn du denkst, dass das eine gute Idee ist, dann schau dir das Konto, das Geschäftskonto mal genauer an. Aber natürlich kannst du das auch mit jedem Konto selber nachbauen. Ich würde dir dringend empfehlen, dass du immer mindestens ein Steuerrücklagekonto hast und da regelmäßig Geld zur Seite schiebst. Idealerweise einmal im Monat. Wenn du mehr über das Konto, das Geschäftskonto erfahren möchtest, übrigens kannst du das auch 3 Monate kostenlos testen. Das heißt, die ersten 3 Monate hast du volle Premium-Funktion. Auch wenn du dich für den Free-Account entscheidest, dann klickst du am besten einmal hier. Oder du kannst natürlich auch die weiteren Videos auf diesem Kanal erstmal anschauen. Wir haben hunderte Videos zu den Themen Buchhaltung, Finanzen und Steuern veröffentlicht. Zum Beispiel das hier oder das hier.